Servus, ich bin der Erl und ich kommentiere zusammen im Baal die erste Etappe. Raderfahrung habe ich eigentlich keine oder kaum. Mehr Tagestouren habe ich so noch nie wirklich gemacht. Transalp eh noch nie. Und deswegen habe ich echt Respekt gehabt vor dieser Tour. Ein Auflauf hier, oder? Du kehrt es. Gut. Schönen Tag noch. Ja, danke, ebenso. Take 1, oder? Ja. Servus. Wir sind jetzt hier in Übersee. Jetzt starten wir unsere Tour. 75 Kilometer, 1500 Höhenmeter heute. Ich hab schon gut Schiss. Ihr hört es. Ja. Gerade haben wir schon unser erstes Krafttraining gehabt auf dem Klo. Scheiße. Viel Spaß euch. Und jetzt kann's losgehen. Yes. Yes. Also erste Etappe, die ersten 30 Kilometer ging eigentlich ohne Probleme, dachte ich mir, ja, super, mein Trainingsplan hat sich also ausgezahlt. Ich habe versucht in Ludwigsburg, was im Norden von Stuttgart ist, zu trainieren. Da gibt es ja keine hohen Berge und deswegen habe ich einfach versucht, die kleinen Hügel, die da sind, mitzunehmen, 70, 80 Höhenmeter am Stück und dann immer wieder rauf und runter, um echt hier ein gewisses Training hinzubekommen. Weil, ja, so krass trainiert bin ich halt dann doch nicht. Erst 30 Kilometer chillig. Danach hat es dann angefangen, oh ja, könnte doch ein bisschen härter werden. Irgendwann haben dann die Bremsen ausgesetzt bei mir. Das war dann so der erste Tiefschlag. Scheiße, die Bremse ist im Arsch. Hast du dein Fahrrad davor checken lassen? Ja, genau. Wie lange sind wir unterwegs? Also für die YouTube-Gemeinde Fahrrad davor checken lassen. Aha, gut. War ziemlich schlau. Jetzt ist meine Bremse, die bremst nicht mehr gescheit. Ist natürlich beim Runterfahren richtig scheiße. Sämtliche Radläden gewesen. Niemand hat Zeug für diese alte Scheißbremse. Ich wird sie ausgebaut, 120 Euro, yes. Nein, hilft dir nichts. Mittagspause. Ja, servus, ich bin der Baal. Für mich war die Transalp jetzt die erste große Challenge. Bisherige Erfahrungen beim Mountainbiken waren 2 Tage mit Piet im Karwendelgebirge und 2 intensive Trainingstage. Deswegen hat man schon alle ziemlich Schiss, oder ich vor allem, ob ich es körperlich und mental packe, da über die Alpen zu fahren. Ja, servus, Freunde. Wir sind jetzt hier im wunderschönen Fieberbrunn. Haben einen soliden Vormittag hinter uns. Piet untypisch mit sehr viel Asphalt. Der Erl hat wieder Bremsen an seinem Radl und wir sind jetzt ready für die Schönleitner Hütten. 1200 Höhenmeter ab jetzt nur noch bergauf. Wir sind vorbereitet. Grüße gehen am Meso draus und wir haben richtig Bock. Auf geht's. Wer hat den ersten Krampf? Wir sind alle so fit, da kriegt keiner einen Krampf. Kein Krampf. Das merkst du tatsächlich ein bisschen, aber deswegen dope ich mich jetzt. Und ich sag, keiner kriegt einen Krampf. Erl. Keine Krämpfe. Erl. Paddy. Und der Paddy ist auch noch da, das ist auch unfair. Genau, dann ging es in die erste richtige Bergetappe rein, bei Fieberbrunn. Und da haben wir schon gemerkt, es wird eine fette Challenge da hoch. Aber wir haben uns da gemeinsam hochgeschraubt und man hat gleich an Tag 1 gemerkt, das könnte richtig geil werden und zusammen kriegen wir das Ding schon irgendwie hochgeschrubbt. Ja.
im Winter gab es dann auch teilweise. Die Angst ist immer größer geworden. Also jetzt Abbruch. Wetter wird schlechter, aber wir machen jetzt kurze Pause auf der Wirtsalm und dann geht's weiter hoch. Komm jetzt. I have to drift, I can stand the fight. So, wir fahren jetzt weiter. Jetzt hat es gerade aufgehört. Schauen wir mal. Hoffen wir das Beste, oder? Just to push me aside. I'm going really mad, you see. Sometimes we've denied it. Und dann ging es irgendwann los in die Bergetappe. Und da habe ich dann schon gemerkt, wow, das haut rein. Die anderen waren dann auch schneller als ich. Also ich war schon der Langsamste in der Gruppe. Das war dann auch nochmal so ein bisschen so ein Downer. Boah, jetzt komm, streng dich an. Hast du so ein hartes Training absolviert? Ja, habe ich mich versucht da hochzuschrubben. Und letztendlich dann sind wir oben angekommen. Ich hätte fast einen Krampf gehabt. Aber geschafft! Und dann kommt das Allerbeste, man kommt oben an, freut sich einfach nur auf Essen, auf Ruhe. Ja, und mit der Reservierung gab es halt dann auch mal ein paar Probleme. Hä? Was hast du denn gebucht? Ich habe Mailkontakt gehabt mit, ich kann noch mal nachschauen, wie der Name war. Ja. Schönleiten Alm eigentlich oder Hütte. Schau mal bitte nach, ich habe keine Buchung drin. Na wirklich jetzt. Okay. Ja, dann nach einer harten Bergetappe kommen wir oben an und der Sportfreund hat uns gesagt, wir haben gar keine Reservierung. Also es war schon kurz vor Dunkelheit und wir waren eigentlich ohne Unterkunft für die erste Nacht, was natürlich bei dem einen oder anderen nicht so gut ankommen ist aus unserer Truppe. Naja, wir wissen jetzt nicht, ob wir hier schlafen können, weil der Piet sehr gut gebucht hat. Wie spät ist denn jetzt gerade ungefähr? 6:45. 72,2 km/h hatte. Fuck, ey. Das ist ein ganz anderes Bundesland. Aber was machen wir, wenn keine Buchung drin ist? Problemos. Was wir mit euch machen. Problemos. Aber letztendlich ist alles gut gegangen und wir haben in einem Hotel residiert vom Allerfeinsten. Die Herrschaften, aufgrund der Tatsache, dass sie sich um 15 Stunden Radzeit vertan haben, bei mir in der Schönleitenhütte angekommen sind, auf der Seidelalm, kriegen für 138 Euro die Nacht ein Abendbuffet, ein Frühstücksbuffet und sie dürfen die Sauna benutzen. Bitte schön. Weiter geht's. Am Ende von Tag 1 war es echt cool, dass wir da hochkommen sind, aber jetzt vor allem für die für mich zum Beispiel, die zum ersten Mal sowas gemacht haben, wir wussten schon, jetzt kommen ja erst die harten Etappen und wir waren schon richtig durch und es waren halt nur 5 Tage vor uns, deswegen krasses Gefühl da oben. Ja. So, wie war der Tag, Jungs? War heftig, wechselhaftes Wetter auf alle Fälle, aber wir haben es da solide hochgeschoppt. Aber das Problem ist halt, wenn ich jetzt auf den Berg schaue, die nächsten Tage werden halt ein Ticken härter nochmal. Also da wird einiges auf uns zukommen, aber schauen wir mal an, die Burschen das. So ist es. Also, okay. Ja, machen wir es eins weniger? Wir konnten schon zwei. Ding Yang. Herz. Ahornblatt. Uhr. Magin Käfer. Schere. Ausrufezeichen. Babyflasche. Das war schon ein schlechter Start, als das Team von Sekunde 1. Wunderbar. Team Chemie, alles gestimmt. Aber es war ja erst der erste Tag. Und das verdammt härteste sollte noch kommen. Ja.
Steve, komm! Let's go!